Heyo, Radsportfans, und herzlich willkommen zurück in unserer Pro-Cycling-Karriere mit Bernaino, wo wir immer noch bei der Tour de Bretagne sind. Jetzt stehen nochmal zwei Flachetappen an und wir sind jetzt im gelben Trikot, weil wir haben es ein paar Mal versucht, irgendwie am Ende auszureißen und was zu reißen. Es hat immer nicht geklappt. Und bei der fünften Etappe hat es endlich geklappt. Wir haben jetzt hier unseren dritten Sieg eingefahren. So, jetzt noch schnell die zwei Flachetappen hinter uns bringen. Das hatte ich am Ende der letzten Etappe schon gesagt, dass wir die gewinnen, das ist nicht sicher. Weil der Dupont muss nur einmal Erster werden und einmal Zweiter werden. Dann hat er mit 16 Sekunden Zeitbonifikation, ist nur 4 Sekunden hinter uns. Allerdings sehe ich jetzt hier gerade was. Hier ist eine Sprintwertung, die relativ schnell kommt. Ist vielleicht mal wieder so eine Option, ne? Das geht hier auch runter. Anzugreifen. Um hier nochmal die 6 Sekunden mitzunehmen, dann hätten wir 22 Sekunden Vorsprung und dann könnte er sogar zweimal gewinnen und das würde ihm nicht reichen. Das müssen wir unbedingt versuchen. Definitiv. Und ob das klappt, das seht ihr gleich. Hello and welcome. Today's terrain is fairly level, so it's ideal ground for those who are good on the flat. Und damit herzlich willkommen zur vorletzten Etappe der Tour de Bretagne. Und ich finde es, wie gesagt, ich finde es komisch. Wir hatten jetzt schon mal plus 1, zweimal. Minus haben wir schon gehabt. Und 0 hatten wir auch schon. Wir befinden uns hier in einem A-Ziel. Da erwarte ich bessere Tagesform, bin ich ganz ehrlich. So, da wir im gelben Trikot sind, dürften wir jetzt sogar beschützt werden. Das ist wundervoll. Wir haben den hier vorne. Der ist noch vorne. Den Danae hätten wir vorne. Ja, den Morin und den Jailan, den nutze ich natürlich nicht irgendwie zum Führen. Dann nehmen wir die beiden. Die beiden mal in Gruppe 3. Hier geht mal die Führung. Am Anfang braucht er natürlich noch nicht voll powern, aber wenn wir hier ausreißen. Weil das sind bis zum Sprint 16,3. Wir wollen den ja unbedingt gewinnen, damit wir 22 Sekunden Vorsprung vor Dupont haben. Ganz ehrlich, ey. Du kannst mal unseren Sprinter jetzt schon mal beschützen. Wenn es sein muss, nehme ich mir dann einen von den beiden, die führen. Und auf geht's. Dann gucken wir mal, ob wir unseren Plan in die Tat umsetzen können. Wir müssen doch ein bisschen weiter vor. Vor, bevor hier wirklich Angriffe kommen. So. Jetzt gehen nämlich Angriffe ab und He's making a break for it. Will it prove to be too early? So, bis ich, was weiß ich, so eine Entfernung habe, bei der ich angreifen kann und dann auch vorne bleibe. Jailor, nee, du brauchst nicht mitführen. Ich bin ganz ehrlich, ey, bis das hier abgeht, kannst du mich erstmal beschützen. So, gleich noch 10 Kilometer bis zum Sprint. So, jetzt geht wieder einer oder versucht es zumindest. Gleich mal ein bisschen anziehen hier. Direkt dranbleiben. So, ein well, kleiner can see that the pack is increasing the pace. It's going to be difficult to break away now. So, da kommt dann gleich dieser Anstieg nach oben. Wir müssen erstmal an den wieder ran. So, da sind wir dran. So, jetzt ein Stopp. Nein. Ihr fahrt mit 50 weiter. Jetzt kommt Berner. Wie viele Kilometer sind es noch? 6, 7? Dish. Und Dish. Was? Ah, hat ich genommen. War ich wahrscheinlich ein bisschen daneben, ne? Ey, der hat irgendwie die Power nach unten gemacht. Warum auch immer. Jetzt ist der so weit weg. Ich meine, er kann nicht mehr, aber ob ich den noch erreiche? Bricht wieder zusammen. Aber ich müsste an den Rand kommen. Ja, das schaffen There's wir. Now more than a minute between the breakaway and the pack.
The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Der sprintet nicht, der sprintet nicht, der sprintet nicht, der sprintet nicht. Jawoll! So, Tisch, Tisch. Der macht gar nichts mehr. Wir haben den Sprint gekriegt. Also warum der End hier irgendwie auf 8 war, keine Ahnung. Vielleicht habe ich da irgendwas geklickt, was ich gar nicht wollte. A small group of riders are trying to get clear of the bunch. Nee, ich lasse jetzt hier abreißen. Fahr mal los, Winjebo. Ich will ins Feld. Da kann ich beschützt werden. So, da ist das Feld. Stopp. So, jetzt sitzt er eigentlich ganz gut. So, hier haben wir Isodor. Der ist aber... Ist der besser wie er hier? Ja, definitiv. Dann wo schützt man Morin? Der beschützt mal mich. Ja, und Jeanlin muss hier vorne unbedingt mal weg. Ach du Scheiße, ich bin noch auf Punkt. So können wir da mal slowly whittling away the lead. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Oh nee, greift doch wer an? Oh, zum Glück. Wo ist Dupont? Der ist doch jetzt nicht etwa in einer von den Gruppen, ne? Nee. Müsste Dupont nicht das grüne Trikot haben? Wo ist Dupont? Hä? Ja, weiterlaufen lassen. Ah, warte, da ist er. Nee. Ist gar nicht im grünen Trikot. ja, das machen wir jetzt mit Absicht. Die beiden in die Führung, weil ich ja das gelbe Trikot habe. Ja, jetzt bewachst du doch den Morin. Du bewachst mich. Die hatten wir noch in Gruppe 3, ne? Ja, ist gut. Angriff ab. It's an attack! Ich lasse ja auch nicht zu viele weggehen. Die beiden da hole ich mir wieder. Jetzt, wo wir die Chance haben, irgendwie das Etappenrennen zu gewinnen, wollen wir doch kein Risiko eingehen. Boah, komm mal an die ran. 99, zwei wackeln schon. Wir kämpfen uns hart nach vorne. Und wir sind da. Tempo runter. Vier reichen, denke ich mal. Da ist der Punkt. Kriegt im Moment anscheinend gar kein Trikot. Jo, jetzt scheint alles klar zu sein. Den können wir ja setzen. Oh ne, nicht mal 8. Mal 8 ist übel. So, wie sind die da vorne platziert? Okay, selbst Winjebo 3 Minuten zurück. Eine Minute ist der beste. 1,07. Also völlige Freiheit können wir denen da vorne nicht gönnen. Und da es jetzt schon 4,40 sind,
ziehen wir jetzt schon mal an. So, was sagt der Abstand bei 70? There's an attack in the leading group. Some riders were not giving it their all and sharing the pace. Ah, sind sie schon durch? The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Na, im Moment bei 88 noch zu fahrenden Kilometern, 4:30 sind wir im Zeitplan und es wird auch weniger. Na, jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil wir hier am Berg angegriffen haben. Ja. Bis auf 5 Minuten hoch fast. Er wird auch direkt wieder weniger. Ich denke mal, mit 70 können wir erstmal weiterfahren. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Ja, das sieht mit 70 schon echt gut aus. Müssen wir mal gucken, wie es bei 68 aussieht. Weil wir im Moment wirklich echt gut im Zeitplan sind. 81 Kilometer, 4 Minuten, passt alles. Ja, selbst mit 68 geht's noch leicht nach unten. Ah, ich denke mal, einen Moment können wir so weiterfahren. Ja, immer wenn es hoch geht, geht da so bei 68 der Abstand wieder ein bisschen hoch. So bei Abfahrt und Ebene geht er dann runter sogar. So, jetzt sind aber auch schon andere Teams dabei. Das ist mir sehr recht. Die wollen allerdings schon ganz schön Druck fahren. Hier, und den hatte ich ganz schön, ja, den hatte ich verwechselt. Das ist ja Pupirski. Und jetzt passt mal auf. Ich will mal hoffen, ob ich den jetzt hier auch irgendwie rankriege. Da! Das wird sicherlich Peterski sein. Der aus dem Radtour Manager 22. Dieser Peterski. Der ist hier auch meistens Top-Favorit. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Oh, a rider has taken a tumble. Fortunately, nobody went down with him. Und dann kommt eine etwas längere Abfahrt. Da bringe ich den Nino noch mal ganz nach vorne, so in die Nähe vom Typo. Ja, noch geht's ein bisschen hoch. Ja, Tempo ist relativ schnell schon. So, jetzt geht es erst so richtig nach unten. Der dürfte den Porn ein. Logisch. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Gehen wir eben auf 78. Ah, jetzt können wir erstmal wieder setzen. Von den letzten beiden Bergwertungen. Komm, gehen wir uns mal vorne. Hier sind wir schon am Angreifen. So, ich glaube, für den hier war es das. Oh,
25 Sekunden. A rider has a flat tire. Let's hope he is helped out quickly. It's in such percentages 28. That the strongest can create some gaps. Noch mal in die nächste There's a sustained rhythm at the moment. Some riders definitely won't be able to keep up. Der bricht auch zusammen. Der bricht auch zusammen. Oh, und Vingegaard macht's klar. So, das waren die letzten beiden Berggattungen. Ich bin ganz ehrlich, also ich habe wirklich mit allem gerechnet, aber ich habe hier nicht mit einem Etappensieg mehr gerechnet. Na, ne, so nachdem das Rennen angefangen hatte. Watch out, there are a few riders in trouble at the back. Jetzt hängen wir sogar noch welche ab hier. 20 Leute rausgebrochen. Holy cow, that was a fall. Jetzt gibt's mehr oder weniger nur noch flach. The breakaway so is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Hinten am Ende geht's dann leicht nach oben. Boah, etwas über 2,5 Minuten sind die vorne noch weg. So dort ist, muss Morin ja irgendwo in der Nähe sein und da ist er auch. Da habe ich gar nicht aufgepasst, ne? Der wird uns einmal Wasser geholt haben. Ich habe es halt nicht gesehen, ja, wird er gemacht haben, weil wir ja mit Wasser voll sind. Das ist manchmal so, wenn man so voll in der Action ist. So, du kannst nicht mehr. Dankeschön. Anderthalb Minuten. Ich denke mal, das ist safe. Der führt doch da vorne schon ganz alleine, ne? Oh, 75 hier. Reicht aus. Quatsch. Gleich die letzten 20. So, jetzt kannst du auch raus. Auch dir besten Dank. The pace is really hot, so for the moment we shouldn't see too many attacks. Warum er wieder nicht beschützt? Weiß er wahrscheinlich. Ach hier, weil der ist die ganze Zeit auf Sprintführung. Ja, kann ich ihn auch nicht beschützen, wenn er das so macht. Just 15 kilometers left. Ja, ja, wenn er nicht will. Dann hat er schon, ne? Ja, kann ja dieser Tor sich mal ein bisschen entspannen. Ich nehme jetzt mal den in die Führung, wenn er das überhaupt noch schafft. The little promenade is over. The group has been overhauled. Die Gruppe haben wir. Boah, wow, oder? Doch so ganz langsam. Alter, was ist denn hier los? Something might be cooking. Only 10 kilometers left. Lass mir abreißen. Ob ich an den Pedersky rankomme? Wo bleibt Dupont? Auf den habe ich mich eigentlich mehr oder weniger verlassen. Nee, du kannst es lassen. The sprinters are positioning themselves up front. It'll probably be a mass sprint finish. Äh,
Na, jetzt zieht Pederski wieder durch, oder Pederski. The riders are entering the last 5 kilometers of the stage. Da können wir unser Gel reinballern. Und Dupont ist, glaube ich, hier hinter uns. Also nicht der hier, sondern der nächste von Tartelletto. Ja, ich habe auch das Hinterrad von Pederski verloren. Jetzt bin ich wieder dran, mehr oder weniger. Ziemlich so weit es geht nach vorne. Da ist es Dupont. Der holt hier gar nichts. Sehr schön. Und unser Morin ist wieder Zweiter geworden. Er macht echt einen guten Job so als Sprinter. Das dürfte Dupont sein wahrscheinlich, ne? Boah, Morin, also richtig gut, der Bengel. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er noch Energie gehabt hätte. Auf jeden Fall war es da ein bisschen eng. Also, unter Umständen ist er nicht mehr dran vorbeigekommen. Ja, und wie man hier sieht, wir sind 12 Sekunden nicht mehr vor Dupont. Dupont hat jetzt schon 20 Sekunden Rückstand. Der Boudard hat 12 Sekunden Rückstand und unser Morin 14 Sekunden Rückstand. Also wenn niemand von denen irgendeinen Zwischensprint auf der nächsten Etappe gewinnt, dann haben wir unser nächstes Etappenrennen gewonnen. Und wer hätte damit gerechnet? Sagen wir mal so, nach den ersten 4 Etappen hätte, glaube ich, niemand mitgerechnet. Ich auch nicht. So, Interesse ist hier wieder entwickelt, das können wir wieder löschen und zack, rein in die letzte Etappe, denn jetzt bin ich auch heiß, jetzt will ich auch wissen, ob wir das Rennen gewinnen oder nicht. Erstmal durchschlagen wir hier die nächste Stufe, weil der Monat vorbei ist. So, da gibt es nur einen Fähigkeitenpunkt, in der nächsten Stufe können wir dann endlich mal einen auf den Hügel drauf preschen. Was nehme ich denn jetzt für eine Fähigkeit mit? Um ein neues Team ein bisschen zu pushen, wäre jetzt eigentlich Netzwerk gar nicht so schlecht, ne? Wir dürfen jetzt nämlich genau jetzt dürfen wir Punkte vergeben. Komm, wir nehmen hier einmal ein Netzwerk mit rein, dann können wir nämlich 2 Punkte vergeben. Ist auch schon hier der Vertrag. So. Und wir waren hier bei dem belgischen Team. Da gehen wir mal wieder 2 drauf. Alter, das ist echt scheiße. Ich meine, ich bin jetzt mit diesem Nordatlantik-Team nicht gerade unzufrieden, aber ich will da natürlich nicht unbedingt bleiben. Zum einen haben die mir viel zu wenig Fahrer und zu wenig gute Fahrer. Deswegen würde ich doch ganz gerne am Ende der Saison das Team wechseln. Müssen wir mal gucken, ob das klappt. So, jetzt können wir den hier wegmachen. Durch Kalender können wir wieder anpassen. Also erstmal den und den. Aber Kalender, das machen wir erst in der nächsten Folge. So, aber bevor ich das bei der nächsten Folge vergesse, hatte ich nämlich genau bis zu diesem Zeitpunkt das Training eingestellt. Das seht ihr hier noch, den haben wir noch drin und jetzt müssen wir erstmal wieder Training einstellen. Dann würde ich sagen, machen wir das im Mai wieder durch. So, das halten wir weiter oben. Hügel brauchen wir. Jede Menge. So, nächste Woche das immer noch oben. Was? Immer noch oben halten und Hügel wieder jede Menge. Jetzt dürfte eigentlich schon ein Zweier-Training kommen. Dann sparen wir uns den mal. Packen zweimal Hügel rein, sind wir schon auf 85. So, und das ist dann die letzte Woche. Einen davon rein, ein. Obwohl, warte mal, Mai. Im Mai haben wir nicht gerade viele Rennen. Aber dann kommen 2 Wochen, wo wir nichts machen dürfen. Dann nehme ich hier doch nochmal den Hügel mit rein.
So, jetzt kommt. Warte mal. Da dürfen wir doch noch mal. Jetzt den bleibt er auf 97, den ist er auf 90 und jetzt kommt die Pause, ne? Ne, hier dürfen wir auch noch mal. Hügel. Und hier dürfen wir auch noch mal. Nochmal Hügel. Jetzt kommt die Erholung. Also haben wir quasi bis Juli jetzt erstmal voll. Ja, dann haben wir alles. Ich muss ein bisschen überlegen. So, jetzt hier die letzte Flachetappe. Da ist nichts mit uns. Dupont ist Topfavorit. Tja, gehen wir direkt rein. Ladies and gentlemen, welcome. The profile of this race is quite flat. Expect a fast pace from the peloton. Und damit herzlich willkommen zur letzten Etappe der Tour de Bretagne, wo wir auf einem sehr guten Weg sind, diese Tour de Bretagne zu gewinnen. Und jetzt hier beim letzten Flachrennen, bei unserem A-Höhepunkt, aber eigentlich sind wir schon einen Tag in unserer Erholung drin, kriege ich mal plus 3. so. Dieser Briand, der kann eigentlich hier vorne erstmal wieder die Führungsarbeit übernehmen. Den Isidora, den nehme ich für mich. Du warst unser Sprinter und Jean-Laurent fährt erstmal für sich alleine. Er hängt auch hier ganz hinten rum und auf geht's. Doch, da sitzt er eigentlich schon ganz gut. Steuern wir erstmal unseren He moves on to the attack! There's no real sense to it, but at least he gets a Das mögen die jetzt schon Things nicht. Are heating up in front. Also nur zwei weg oder greifen. Nee, die greifen an. He's off on his own. The team sponsor won't be disappointed. Mal kurz einen Blick riskieren hier. The Entente in the escape group is far from cordial. There are a couple of riders Na, who want der to do it hier mit alone. 1,45 ist schon ein bisschen haarig. Jalon, schon vorne. Kommt aber erstmal wieder zurück. There's now more than a minute between them. Boah, da sind alle gesammelt. Es scheint hier auch nichts mehr abzugehen. Seppen wir natürlich. Da kommt die erste Bergwertung. There's an attack in the leading group. Some riders were not giving it their all and sharing the pace. Na, drei vorne weg und drei so ein bisschen hinterhergehend. Da kommt gleich die nächste Bergwertung. Da war das Juryfahrzeug The front und da group kommen is die Jungs auch schon disorganized and some angeschossen. riders are exploiting this opportunity to attack. Ah, die beiden sind schon ziemlich fertig. So, 4 Minuten haben sie. So lange ist das Rennen nicht. Sie haben gleich 5 Minuten. Warte mal. Dusch. Und Dusch. Nee. Hier kommt mal in Gruppe 3. Macht jetzt mal schon mal ein bisschen Tempo. Der Jalon. Ja, das ist. Nee, doch, ist richtig. Ihr beiden kommt in Gruppe 2. Oh, 5 Minuten. Geht ein bisschen runter. Vielleicht dann der letzte Bergsprint. Da kommen sie hochgeschossen. Whoa, there's an attack from inside the breakaway group. So, jetzt können wir quasi mehr oder weniger durchsetzen. So,
da war nochmal ein Angriff, deswegen ist der Abstand eben nochmal deutlich größer geworden. Jetzt geht er so langsam runter. Also können wir wahrscheinlich mit 70 erstmal weiterfahren. Wechseln wir noch kurz die Beschützer. Du bewachst jetzt unseren Sprinter. Ich krieg Jalon. Boah, da machen wir die mal auch ein bisschen mehr Dampf, würde ich sagen, oder? 4,44. Ja, obwohl, noch geht's mit 70. 86 Kilometer, 4,30, das passt eigentlich. Radio Tour has announced a flat tire for a rider. So, da haben sie eben gerade bei 75 Power ordentlich vom Vorsprung runtergefahren. Können wir mal auf 73 reduzieren, denke ich mal. Ah, dann halten wir den Vorsprung. Nö, dann machen wir mehr 75. Ja, durch den Sprint dann auch wieder was beim Vorsprung draufgepackt. Je nachdem, wie doll die sich wehren, wird mir das jetzt aber doch ein bisschen zu heiß. Du gehst ja jetzt noch mit rein, weil die beiden haben vielleicht kein Power mehr. Hebt auch absolut niemand mit. Ja, wahrscheinlich alle ein bisschen angepisst, ne? Ey, was soll denn das, ey? Wir waren hier auf Siegskurs. Jetzt gewinnt auf einmal Werner Inon, das wollen wir gar nicht. Da habe ich auch schon wieder. Wir sind ja jetzt gerade so im Rundkurs. Weil schon wieder ein Anstieg gibt. Ja, der Anstieg ist nicht schlecht. Alter, der ist doch nochmal so. Der ist ganz kurz vorm Ziel. Ausweisen, Stromlinie rein und Sieg einfahren. Vor allem plus 3. Fall in the pack! Tja, 36 Kilometer. 236 der Abstand. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Sind auch andere Teams dabei. Dann mache ich mal auf 85, aber nehmen die beiden wieder fertig. Die beiden nehmen wir raus. Danke schön. Puncture for a rider. Hey. Der Botter nicht blocken. Ne? Ah, da sehe ich Tartelletto mit drin. Oder mit drei Mann, wie das aussieht. Ah, da brechen aber auch schon ein paar zusammen. They're moving along at a fair lick. You've just got to hang on. Komm, Digga, ey, das wird mir zu heiß. Du gehst jetzt hier mit rein. Ich brauche keine Unterstützung. Das kriege ich alleine hin. Hier, das meine ich halt. Also, der ist schon mit, ne? Kurzzeitig 8%, ganz ordentlich. Kurzen, knackigen Antritt. Hier eine Stromlinie rein. Und dann geht's ja hier nach unten, ne, zum Ziel. Ja, okay, hier geht's nochmal mit 3% wieder hoch. Ja,
Ja, und der Rest ist flach bzw. leicht. With less than 20 kilometers to the line, the breakaway still holds more than a minute's lead. Things are far from over. The pack is putting the squeeze on the breakaway. Ich meine, das ist in der Ebene nicht der Held, aber. Ist der schlecht drauf, oder? Ich weiß es nicht. Er müsste eigentlich ein bisschen besser fahren können. Boah, jetzt wollte ich mich hier ranhängen. Sollen wir uns mal nach vorne bringen? Der kann ich mehr. Dankeschön. Da, jetzt kommt er das vorletzte Mal, oder? Ja. Kilometers to the finish line. Ja, Dupont ist wieder im grünen Trikot. Da ist die Frage, ey. Es ist alles zu eng. Ich komme hier nicht durch, ey. Jetzt fährt er endlich mal nach vorne, ja. Jetzt ist aber auch seine Luft gleich weg. The rider has just suffered a puncture. Das hat er uns hier mal rangebracht. Ich hänge mich jetzt. Nimmt er nicht an. Nimmt er aus irgendeinem Grund nicht an. Und der Anstieg kommt gleich. Nein, Joseph nimmt er auch nicht an. Das ist wahrscheinlich nicht hinhauen. Das ist alles zu knapp. Nimm mal den hier. 5 kilometers to the finish line. Und jetzt. Da ist der Anstieg. Schub geben. That's the end of the breakaway. The pack gave them no chance. You see that? You can read the pain on the faces at the back of the peloton. There's a growing number of riders left behind. Einfach nur fahren. Ein bisschen Energie ist dort da. Ah, oh, da kommt einer angeschossen. Ah, schade, schade. Aber wir sind nochmal den zweiten hier eingefahren. Der Buddha hat sogar gewonnen, der hinter uns hängt. Aber naja, immerhin mal wieder den zweiten eingefahren. Der könnte nicht mal ziemlich zufrieden mit sein. The riders bringing up the rear have made it through sheer willpower. This stage was a real strength sapper. Und damit halt nochmal unseren Sieg zementiert. Sehr schön, sehr schön. Wieder eine Etappe gewonnen. Ich weiß nicht, ob es noch was gebracht hätte, wenn ich schon ein bisschen früher auf 99 gemacht hätte. Aber ja, okay, ey, der ist da schon ganz dicht an uns dran. Die Lücke, die wir da gerissen haben, war ein bisschen zu klein. So, aber hier sehen wir uns nochmal. Hier müssen wir sogar nochmal den Angriff sehen. Da schießt er an uns vorbei. So,
Touchdown auf der Ziellinie, ab in die Siegerehrung. Ja, die Po nochmal Dritter geworden. Und unser Maureen ist auch nochmal Vierter geworden. Wie gesagt, er hat gar nicht so hohe Sprintwerte. Also Top-Leistung von ihm. Und da ist der Berner mit seiner nächsten Etappensieg. Etappenrennensieg wäre richtig gewesen. Bergwertung natürlich nicht. Sprintwertung auch nicht. Da hat der Dupont einfach zu viele Punkte eingesammelt. Aber vielleicht jetzt nochmal einen zweiten. Vielleicht sind wir so einigermaßen oben mit dabei. Damit der Manager dann nochmal ein paar Punkte rausknallt. Ja, für den sechsten. Also vielleicht. Ist jetzt nicht sicher. Aber vielleicht haut er da nochmal was raus. Und da ist natürlich der Bernard nochmal als bester Jungprofi. Jetzt bin ich mal aufs Team gespannt. Also, weil ich Erster, der Dritter, ne? Und ist der Vierter geworden. Okay, unter Ferner liefen. Dann können wir das hier auch beenden, denn ich bin ganz ehrlich, ich muss unheimlich aufs Klo. Da will ich schon wieder der nächste Kaffee raus. Das haben wir ja gerade alles gesehen. So, der haut nochmal ordentlich Punkte raus. 63. So, und dann hoffe ich, dass ihr hier euren Spaß hattet und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn und ciao.